Heute zeige ich dir ganz konkret drei Rezepte, die dich beim Fettabnehmen massiv unterstützen werden. Ganz wichtig, es ist absolut notwendig, sich hochwertig zu ernähren, wenn man gesund abnehmen will. Krank abnehmen geht natürlich auch und dafür gibt es ja auch genügend Beispiele. Mit meinen Klienten mache ich oft nichts weiter, außer die Ernährung aufzuwerten, das heißt also Nährstoffe zuzuführen. Erster wichtiger Merksatz heute, erhöhe die Nährstoffdichte, senke die Energiedichte und verbessere die Nahrungsmittelqualität. Das ist in Deutschland allerdings nicht so einfach. Wir haben hier im Vergleich zu anderen Ländern nämlich eine grottenschlechte Lebensmittelqualität im Angebot. Warum ist das so? Weil die Menschen hier jeden Müll kaufen und kein Geld für wahre Lebensmittel ausgeben wollen. Angebot und Nachfrage eben. Würden wir den Schrott, der da rumliegt, nicht kaufen, müssten die Hersteller reagieren. Die meisten haben wahrscheinlich in den letzten Jahren keine echten Lebensmittel zu sich genommen. Und das sieht man ja auch. Als ich persönlich ein paar Jahre lang nicht besonders viel Geld monatlich zur Verfügung hatte, habe ich trotzdem noch im Bioladen eingekauft und lieber woanders gespart. Manche haben mich für verrückt gehalten. Denn den Scheiß, den du dir mit minderwertigem Essen reinziehst, wirst du so schnell nicht wieder los. Und du schadest dir damit auf Dauer. Wenn du dein Fett loswerden willst, dann stelle um auf hochwertig und die Pfunde purzeln von ganz alleine. Fangen wir beim Frühstück an. Wenn du morgens isst, dann hau dir richtig viele Nährstoffe rein. Ich rede nicht in erster Linie von Makronährstoffen. Auf die Makronährstoffe zu achten ist nämlich gar nicht so wichtig. Denn wenn du dich von Lebensmitteln ernährst und satt isst, dann hast du grundsätzlich keine Probleme mit Proteinen, Kohlenhydraten oder Fett. Aus was sollen denn die Lebensmittel sonst bestehen, außer eben grundsätzlich aus Kohlenhydraten, Fett und Protein? Und bitte habe keine Angst vor Proteinmangel. Wenn du dich nicht völlig abgefahren, zum Beispiel nur von Obst ernährst, dann passiert sowas nicht. Weniger Protein, nicht zu wenig natürlich, wird dir sogar dabei helfen abzunehmen. Und nochmal ganz wichtig, habe keine Angst vor Kohlenhydraten. Ich spreche natürlich immer von den guten. Haushaltszucker gehört sicher nicht zu den guten. Rezept Nummer 1. Ballaststoffe sind extrem wichtig, wenn man abnehmen will. Ich empfehle morgens ein Porridge, also Getreidebrei mit verschiedenen Obst. Mische dir deine persönliche Getreide- und Saatenmischung zusammen. Ich empfehle für eine Portion 50 Gramm Vollkornhaferflocken, 20 Gramm Buchweizenflocken, 20 Gramm geschrotete Leinsamen und 10 bis 20 Gramm Chiasamen. Das alles zusammen mit 350 Milliliter Mandelmilch einweichen, am besten über Nacht. Ansonsten bleiben die Nährstoffe gebunden. Man kann sie dann nicht aufnehmen. Am Morgen den Topf mit den eingeweichten Zutaten aus dem Kühlschrank holen, auf den Herd stellen und bei kleiner Hitze erwärmen. Ein paar Tiefkühlbeeren, Heidelbeeren oder Himbeeren dazugeben und währenddessen das Obst schneiden. Da kannst du dann alles reinmachen, was dir schmeckt. Banane, Apfel, Orange, Melone, Mango, Papaya und so weiter. Sei nicht zu sparsam mit dem Obst, sei lieber sparsam mit den Pestiziden. Achte also auf Qualität. Hier ist die Liste mit den am stärksten belasteten Obstsorten in genau der Reihenfolge. Himbeeren, Johannisbeeren, Grapefruit, Tafeltrauben, Pfirsiche, Erdbeeren, Mandarinen, Kirschen, Aprikosen, Birnen. Damit ist konventionell angebautes Obst gemeint. Also, wenn, dann gutes Bio-Obst kaufen. Auch bei Bio gibt es natürlich Belastungen, die sind aber wesentlich geringer und sie stammen meist aus Jahren zuvor verwendeten Mitteln, wie zum Beispiel DDT, das noch immer im Boden zu finden ist. DDT ist bereits seit vielen Jahren verboten. Diese ganzen Mittel machen nicht nur krank, sondern auch fett. In meinem neuen Bauchweg-Kurs findest du weiterführende Informationen dazu, natürlich mit vollständigem Ernährungsplan. Also keine Angst vor Obst, es macht nicht fett, ganz im Gegenteil, es hilft dir beim Schlankwerden. Nicht alkoholische Fettleber, ey. Mann, hör bloß nicht auf diesen Blödsinn. Rezept Nummer 2. Kommen wir zum Mittagessen. Das ist wahrscheinlich die am schwersten einzuhaltende Mahlzeit, denn viele sind bei der Arbeit, gehen mit Kollegen zum Mittagessen, in die Kantine oder so. Hier musst du dich entscheiden, wie wichtig ist es dir, dein Ziel zu erreichen. Ein ganz einfaches Rezept, leicht zu mitnehmen, sind Burritos. Nur 400 Kalorien
und eine Menge Nährstoffe hat folgendes Rezept, wenn du die guten Zutaten verwendest. Rolle Gemüse deiner Wahl, zum Beispiel Paprika, Zwiebeln, Tomate, Pilze, Avocado, in eine große Vollkorn-Tortilla, füge gekochte schwarze Bohnen hinzu und fertig. Damit es nicht zu trocken ist, mach eine gesunde Salsa-Soße oder Dressing mit rein, aber bei der Soße und Dressing wirklich auf Qualität achten, ansonsten bringt dir dein gesunder Burrito nämlich nichts. So, dann die Rolle in ein großes Stück Butterbrotpapier einwickeln, in die Dose legen und mitnehmen. Nur 400 Kalorien, viele Nährstoffe und dein Hunger ist gestillt. Natürlich nicht, wenn du dich bisher jeden Tag zum Mittag mit einem Eisbein ernährt hast. Dann musst du dich wahrscheinlich erstmal an diese Menge gewöhnen. Rezept Nummer 3. Am Abend achten wir darauf, nicht so viele schnelle Kohlenhydrate zu essen. Obst lassen wir also jetzt weg. Und bitte versuche, 3 Stunden vor dem Zubettgehen gegessen zu haben. Das ist recht wichtig. Rezept Nummer 3 mache ich selber auch oft so und findest du auch in meinem Ernährungsplan im Fitclub genauso wieder. Die 3 Rezepte kannst du dir aber auch kostenlos unter dem Video herunterladen. Also, was gibt's zum Abendbrot? Kann ich auswendig. Einen großen gemischten Salat, dazu eine mittelgroße Zwiebel, eine Tomate, ein Stück Gurke, eine halbe mittlere rote Beete, ein Stück Kohlrabi, eine Knoblauchzehe frisch, ein Stück scharfe Chili, ein halber Apfel, 2 Champignons und frische Petersilie, Dill oder Schnittlauch, ein Schuss Olivenöl, Salz und Pfeffer und ein Esslöffel Essig, Stichwort AMPK-Aktivierung. Alles klein schneiden und dann vermischen und genießen. Dazu gibt es dann 2 bis 3 Scheiben Saatenbrot mit Avocado und Hummus bestrichen, eventuell hochwertiger Lachs obendrauf. Beim Lachs bitte auch unbedingt auf Qualität achten. Nochmal, bitte nicht zu spät essen, denn der Körper benötigt ein paar Stunden für die Verdauung, ist ja auch klar. Wenn du mit vollem oder halbvollem Magen ins Bett gehst und schlafen willst, aber dein Körper noch am Verdauen ist, wird dein Schlaf entsprechend schlecht sein. Du willst schlafen, du willst, dass dein Körper sich ausruht und dein Magen soll arbeiten. Wie soll denn das gehen? Damit versaust du dir nicht nur deinen Schlaf, sondern sorgst auch für Fettaufbau oder was denkst du, was der Körper in der Nacht mit den Kalorien macht? Also für Bewegung ausgeben? Sicher nicht. Eher einlagern. Also wie gesagt, jetzt die Rezepte kostenfrei herunterladen. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Für den kompletten Plan dann einfach Fitclub-Mitglied werden und den kompletten Bauchwerkkurs anschauen und natürlich viele Kurse mehr. Mein befristetes Angebot für dich. Teste den Fitclub jetzt 5 Tage kostenfrei, dann bekommst du ab morgen auch das Training des Tages auf dein Telefon. Mitmachen und fit werden in der Gemeinschaft klappt das super. Premium-Mitglieder haben 2x im Monat die Möglichkeit, mir im Zoom-Call persönlich Fragen zu stellen. Ach so, ja, und wenn dir das T-Shirt hier gefällt, kannst du das im Fitclub-Shop kaufen und zwar für 20% günstiger sogar. Alle Links sind unterhalb zu finden. Komfortzone verlassen ist geil. Versuch es mal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Bis sehr bald und ciao.